In Deutschland werden jedes Jahr mehrere Zehntausende Autos aufgebrochen und die Radio-Navi-Geräte entwendet. So erging es mir im Frühjahr diesen Jahres bei meinem VW CC auch. Die Scheibe wurde trotz Alarmanlage eingeschlagen und die Navi-Einheit geklaut. Die Rechnung belief sich auf ca. 3.500 Euro. Die Versicherung zahlt zwar, macht aber je nach Alter des Fahrzeuges Abzüge. In meinem Fall waren das etwa 800 Euro, die ich selber übernehmen musste. Ich habe im Internet etwas rumgestöbert und bin auf diesen Navi-Diebstahlschutz gestoßen. Da ich aus der Automobilinstandsetzungsbranche komme, konnte ich ganz gut erkennen, ob es was taugt. Die Navi-Einheit wird ausgebaut und an der seitlichen Führung werden Haltewinkel und Befestigungsplatten verschraubt. Das alles ist nicht sichtbar und es muss nichts an der Schalttafel beschädigt werden. Am Ende werden die Bolzen angeschraubt und sind das einzige Sichtbare. Das Ganze ist von guter Qualität und sitzt bombenfest. Ein Navi-Dieb leuchtet in das Fahrzeug rein und wenn er schon so ein Hindernis sieht, sucht er sich ein anderes Fahrzeug, oder was nicht so viel Mühe machen würde. Er will ja schnell rein und raus. Ich denke, dass man damit bestimmt 80% der Diebe abschreckt.